Ja, hier in der, im Bremer Süden kam es zu einem Feuer in einem Wohngebäude. Es wurde Rauch und offene Flammenentwicklung aus einem Dach gemeldet. Bei Eintreffen schlugen bereits die Flammen auf einer größeren Fläche aus dem Dach heraus. Mit einem großen Kräfteeinsatz der Berufsfeuerwehr und Freiwilligenfeuerwehr und mehreren Rohren im Außenangriff konnte das Feuer eingedämmt werden und schließlich auch gelöscht werden. Personen wurden bei dem Feuer nicht betroffen und sind nicht zu Schaden gekommen. Da das Gebäude sich in zweiter Reihe sozusagen befand, war das Gebäude selbst von Wohngebäuden auch umringt. Hier wurden die anliegenden Gebäude entsprechend die Anwohner gewarnt, Fenster geschlossen zu halten, um entsprechend der Rauchentwicklung und des Funkenfluges nicht ausgesetzt zu sein. Da es sich in einem Dachgeschoss befindet, das Feuer, und das Gebäude, wie eben schon gesagt, in zweiter Bebauung ist, muss mit mühevoller Einzelarbeit entsprechend die Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Das heißt, es wird sich noch einige Zeit hinziehen. Das Gebäude wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Eine genauere Aussage dazu kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.